Oscar-Gefühle in Berlin. Zur Verleihung der Lola kam nahezu die gesamte deutsche Filmelite. Die Gala des Deutschen Filmpreises, sie gilt als wichtigstes Ereignis der Branche. Eine Nominierung ist so einiges wert und bedeutet vor allem auch Aufregung vor der Verleihung. Wie sieht's aus auf der Skala von 0 bis 100? Also 60 oder so. 60, das ist ja ganz entspannt. Ja, aber vorne am Teppich war ich bestimmt bei 90. Und jetzt geht es so langsam runter. Der Deutsche Filmpreis, es ist nicht nur eine Preisverleihung von vielen. Oh, die Kamera ist schief. Soll ich jetzt auch so machen? Ach nein, oder so? Nein, für manche Stars ist es mehr. Der Deutsche Filmpreis ist in dem Sinne wichtig, dass ich ganz viele Freunde und Kollegen wiedersehe an so einem Abend, die ich lange nicht sehe. Und worüber ich mich dann sehr freue, sie zu sehen und zu quatschen. Und darauf freue ich mich. Eigentlich was sehr Privates. Kurz vor der Preisverleihung fing es noch an zu regnen. Die teure Reportertechnik am roten Teppich, sie musste geschützt werden. Improvisation ist alles. Auch Senkrechtstarter Ilias Mbarek stand kurzzeitig ein wenig im Regen. Aber der Überraschungserfolg, Fuck You Goethe, 4-mal nominiert. Schön, dass es dieses Jahr der Fall ist. Und ich drücke meinen ganzen Kollegen unglaublich die Daumen. Hoffe, dass mindestens einer Lola mitnimmt. Und Fuck You Goethe holte eine Auszeichnung. Die Macher bekamen den Preis für den besucherstärksten Film. Dieter Hallervorden wurde als bester Schauspieler für seine Rolle in Sein letztes Rennen geehrt. Als beste Schauspielerin wurde Hjördis Triebel für ihre Rolle im Film Westen ausgezeichnet. Und den Preis für den besten Film bekam das Schwarz-Weiß-Drama Die andere Heimat von Regisseur Edgar Reitz.